Moin Leute, heute mal ein ganz spontanes Video, weil eigentlich war das gar nicht geplant. Ich war auf Location-Suche und plötzlich stehe ich vor diesem alten verlassenen Gebäude und dachte mir, wenn man schon mal da ist, gehen wir doch mal rein und schauen, wie es drin aussieht. Wenn du wissen willst, was mich drin erwartet, bleib einfach dran. Wollte ich heute nur ein bisschen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Eingang finden. Jetzt bin ich eine halbe Runde gelaufen. Jetzt wäre ja eh im Wald. Und jetzt habe ich eine Lücke gefunden. Ein kleines Loch im Zaun. Da war schon jemand vor mir neugierig gewesen. Ich würde sagen, gehen wir mal rein. Und dann habe ich eine Einfahrt oder so eine Tiefgarage entdeckt. Ich habe mal meine Stirnlampe ausgepackt, dass wir da drin noch mal was sehen. Okay, hier ist jetzt nichts weiter dran. Ein großer Rahmen. Und ein kleiner Raum. Das war's auch schon. Sah von außen doch ein bisschen vielversprechend aus. Und gehen wir mal weiter über das Gelände. Ein paar Komplexe hier. Hier ist Haus Nummer 3. Aber Haus Nummer 6. Wir sind wohl nicht die Ersten, die hier reinklettern. Hat sich wohl schon mal jemand dran versucht. Gehen wir mal rein. Okay. Also, tritt mal aus. Keine Ahnung, ob man überhaupt was sind. Meine kleine Stirnlampe. Aber hier geht's direkt in den Keller. Der Fahrstuhlschacht. Da muss ich definitiv noch mal hin mit einer größeren Taschenlampe. Ja. Man sieht immer wieder, dass
was echt Zufall war, dass ich das hier gesehen habe. Ich bin eigentlich gar nicht vorbereitet. Bis auf meine Stirnlampe, die ich immer dabei habe, habe ich nicht mehr Licht dabei. Und hier sind die elektronischen Sachen, wie Trafos oder sowas, wie es aussieht. Ah. Oh, das sieht aus wie die Hausmeisterecke. Elektronik, die Sicherung. Mal ein Spiegel. Achtung, Warnregel ist vorhanden. Also ich bin eindeutig nicht allein hier. So. Ich habe eine männliche und eine weibliche Stimme gehört. Aber wir schauen jetzt erstmal hier um, wo wir noch alleine sind. Wir waren gerade also in der Operationsabteilung. Oh. Hier haben wir auch noch medizinisches Bedarf. Medizinische Unterlagen. Mal einen Blick vom Dach werfen. Ich liebe es, auf Dächer zu klettern. Ne?
Man muss bei Dächern immer extrem vorsichtig sein. Man weiß nicht, wie durchgemodert so ein Dach schon ist. Also durchfallen möchte man auch nicht. Also ich habe mir mal angewöhnt, immer dunkle Stellen zu meiden. Wenn man das mal so sieht, alles was dunkel ist, da ist es viel länger feucht, da sammelt sich das Wasser und da sickert es eher durch und dann modert das Zeug alles eher. Also nehme ich lieber die Wege, die hell sind. Restrisiko bleibt immer noch, aber man minimiert es ein bisschen. Gehen wir mal noch ein Stückchen höher. Orthopädie und Neurologie. Oh, können wir den Kopf untersuchen lassen. Puderzeug ist nämlich alles vom Feuerlöscher, das kenne ich. Das sind Schläuche. Hier geht es zur Neurochirurgie. Oh, mal gucken. Vielleicht finden wir hier noch was Spannendes. Also viel ist hier echt nicht mehr. Es ist nur noch alles Bauschutt und einfach nur alles kaputt. Schade. Ich hoffe, dass ich hier noch vielleicht ein paar Gerätschaften oder sowas finde. Aber das Einzige ist echt nur Müll. Das, was dem relativ nahe kommt, das waren halt unten die Schläuche, das bisschen medizinische Bedarf, ein paar Akten. Und das war es dann aber auch. Auf dem Weg nach oben habe ich übrigens die zwei Stimmen getroffen, die ich gehört habe. Zwei ganz nette gewesen. Also, Sandra, Sascha, wenn ihr das seht, liebe Grüße und danke fürs Vorbeischauen. Von da unten bin ich gekommen. Eigentlich wollte ich da in den Wald. Und plötzlich stehe ich direkt hier vorne am Zaun. Ja. Und da bin ich natürlich neugierig geworden. So. Jetzt gehen wir runter, bevor uns hier noch jemand sieht. Das war's schon wieder für heute. Es war heute ein sehr spontanes Video, weil ich das echt erst im Vorbeigehen gesehen habe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Würde mich super freuen. Und ansonsten packe ich euch genau hier oben jetzt noch ein Video rein. Könnt ihr direkt weiterschauen. Und ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen. Einfach hier unten auf den Kompass klicken und ihr verpasst kein Video mehr. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.